The Legend of Zelda Majora's Mask. Ein Spiel, das für seine Vielfalt an Quests und etwas zu düsteren Gestalten bekannt ist. Großer Gott! Was bist du? Es ist ein Spiel, das mehr wie ein Experiment als ein richtiger Ableger der Zelda-Reihe wirkt. Alles ist so anders. Nicht schlecht anders, aber anders, anders. Schon allein die Tatsache, dass es in dem Spiel nur einen 3-Tages-Zyklus gibt, der sich immer und immer wiederholt, lässt es komplett aus der Reihe tanzen. Auch wenn Link den Leuten in einer der unzähligen Sidequests hilft, ist nach den 3 Tagen wieder alles so, als hätte er nie was gemacht. Majora's Mask ist auch dafür bekannt, dass es in regelmäßigen Abständen durch irgendwelche Geschichten überschattet wird. Das ist der Geist von einem toten Jungen. Aha, okay. Wusstet ihr, dass Link in Wirklichkeit tot ist? Er ist auch ein toter Junge. Können wir bitte ausnahmsweise ein einziges Mal über das Spiel reden? Bitte. Majora's Mask ist eine ziemlich einzigartige Erfahrung, die jeder, der auch nur im Entferntesten was mit dem Zelda-Gameplay anfangen kann, erlebt haben sollte. Dafür gibt es übrigens keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, wo ein Remake davon erschienen ist. The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Für den 3DS, wie der Titel vermuten lässt. In dem Spiel gibt es tatsächlich auch Masken. Deswegen heißt das Video Top 5 Majora's Mask Masken, weil wir einen Blick auf die 5 meiner Meinung nach besten Masken werfen. Die 4 Hauptmasken zählen übrigens aus selbsterklärenden Gründen nicht. Die Maske der Düfte. Starten wir doch ganz entspannt mit einer ziemlich nutzlosen, aber dennoch enorm wichtigen Maske. Der duftigen Duftmaske der Düfte. Ich sollte hier vielleicht wieder das Fenster aufmachen. Was macht die Maske der Düfte denn so? Gute Frage. Mit ihr kann Link bei den Sümpfen, in der Gegend, wo sich die Affen da rumtreiben, eine duftende Fährte aufnehmen und einen Pilz finden, welcher, wie ihr euch sicher denken könnt, für mich von essentieller Wichtigkeit ist. Für den Pilz kann man sich dann ein kostenloses blaues Elixier holen, welches alle Herzen und die Magie auffüllt. Trink, trink, trink! Buh. Was mich an der Maske aber wirklich überzeugt, ist die optische Note. Schaut euch Link mal an, wie sich seine Körperhaltung ändert und der alles und jeden auf überhaupt nicht aufdringliche Art und Weise anschnuppert. Das ist der Held, den ich mir immer gewünscht habe. Außerdem wird jegliches Sprachsample, das Link von sich gibt, durch ein Grunzen ersetzt. Ich wünschte, es gäbe ein Spiel, in dem das hier der Held ist. Die Kabum-Maske! Gibt es etwas Besseres als Explosionen? Nein! Was macht die Kabum-Maske? Sie explodiert! Sprengstoff war in der Zelda-Reihe schon immer ein unglaublich wichtiger Bestandteil. So auch in Majora's Mask. Überall sind diese Felsen oder brüchigen Wände. Und der vielbeschäftigte Weltenretter von heute hat natürlich nicht immer die Anzahl an Bomben dabei, die er eigentlich benötigt. Hier kommt die Kabum-Maske ins Spiel. Wenn Link dieses Prachtstück erstmal aufgesetzt hat, reicht ein Druck auf B und sein Gesicht wird von einer wundervollen Explosion erleuchtet. Kostet zwar ein halbes Herz, aber es ist es wert. Sie lässt sich natürlich auch wunderbar im Kampf einsetzen. Ist nur nicht allzu sinnvoll. Zugegeben, in Wirklichkeit ist die Kabum-Maske nicht wirklich nützlich, weil man eigentlich immer mehr als genug Bomben findet. Aber sie explodiert und ich mag Explosionen. Außerdem hat sie mich bisher genau einmal davor bewahrt, mich 5 Meter zu den nächsten Grasbüschen begeben zu müssen, was ich als ein fauler Mensch sehr zu schätzen weiß. Danke, Kabum-Maske. Danke. Die Hasenohren.
gut, was gibt es dazu noch zu sagen? Jeder, der irgendwann mal Majora's Mask gespielt hat, weiß, warum die Hasenohren so verdammt nützlich sind. Sie geben Link genau das, woran es ihm in jedem 3D-Zelda mangelt. Geschwindigkeit. Mit den Hasenohren läuft Link schneller als zuvor. Und ich kann endlich aufhören, den hier zu machen. Es ist genauso spaßig, wie es aussieht. Streng genommen sind Epona und der Gorone zwar schneller, aber im Vergleich zu den Hasenohren mangelt es den beiden ganz deutlich an Mobilität. Die Quest, um die Hasenohren zu bekommen, ist im Übrigen auch ganz... Ihr geht am dritten Tag auf die Romani Ranch zu den Hühnern und quatscht mit dem traurigen Versager hier. Ich geb dir keine Mark, Mann. Such dir einen Job. Daraufhin spielt ihr auf der Bremer Maske ein lustiges Lied, treibt alle Küken zusammen und da-da-da-da-da, Hasenohren. Die Maske der Liebenden. Was ist stärker als alles andere auf der Welt? Liebe. Deswegen ist die Maske der Liebenden super. Denke ich. Sicher, sie hat zwar abgesehen davon, dass sie ein paar Leute beruhigt, absolut keinen Nutzen, aber... Trifft das nicht auch genauso für die Liebe zu? Der tatsächliche Grund, warum ausgerechnet diese Maske hier ist, ist selbstverständlich die Quest, die man für diese erledigen muss. Nichts spiegelt den Charme von Majora's Mask besser wider als Kaffeis Quest. Sie zieht sich durch alle 3 Tage und lässt Link eine Spur nach der anderen verfolgen. Bis er schließlich das grausame Geheimnis, das über Termina lauert, entschlüsselt hat. Der Sohn des Bürgermeisters ist ein Kind. Was natürlich ziemlich blöd ist, weil bald seine Hochzeit ist und er seine Herzensdame so garantiert nicht überzeugen kann, ihn zu heiraten. Wie will das denn aussehen? Schrecklich! Nach unzähligen Strapazen ist es dann aber letztendlich soweit, dass Link Kaffei dabei hilft, die Sonnenmaske wieder zu erlangen. Was übrigens überhaupt nicht knapp war. Dann, in den letzten 90 Sekunden, bevor der Mond herabstürzt, trifft sich Kaffei doch noch mit Anju. Und ihre beiden Masken verschmelzen zu einer neuen und sie umarmen sich und sie sind glücklich. Und es ist herzzerreißend. Und die verdammte Maske der Liebenden ist die Belohnung für die ganze Scheiße, durch die Link für die beiden gegangen ist. Das klingt jetzt so grob runtergebrochen zwar nicht ganz so spannend, wie es eigentlich ist, aber glaubt mir, am Ende freut ihr euch über die Maske mehr als über alle anderen. Die Maske der Giganten. Die wohl mächtigste Methode der Gesichtsverschleierung, die Termina zu bieten hat. Das heißt, bis auf die da und die da und... Sie ist so mächtig, dass es im ganzen Spiel nur eine einzige Möglichkeit gibt, sie einzusetzen. Im Bosskampf des 4. Dungeons. Obwohl die Maske der Giganten im Original Majora's Mask schon ziemlich beeindruckend war, weil sie Link einfach mal 50 Meter groß werden lässt, ist es ihr Auftritt in dem Remake, der alle anderen toppt. Link wird nicht nur riesig, sondern zu einem Hulk-artigen Monster, das alles und jeden mit seinen Fäusten der Gerechtigkeit zerschmettert. Link wütend. Link tötet. Außerdem, Link wirft Stein. Weil das natürlich noch nicht genug wäre, kann bzw. muss er den Wurmi hier auch noch entweder in den Schwitzkasten nehmen und das Böse aus ihm rausquetschen oder am Schweif packen und den guten alten Mario 64 Bowser-Move machen, welcher übrigens so aussieht, als wäre er direkt aus einem Godzilla-Film übernommen worden. Es ist einfach so absurd. Ich liebe es. Dieser Bosskampf ist die mit Abstand beste Neuerung, die Majora's Mask 3D zu bieten hat. Und er hat sich auch schnell einen Platz in meinem Herzen als einer der besten Zelda-Bosse überhaupt gesichert. Ich finde ihn wirklich gut. Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel! Ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich von Nintendo aus ein kleines Gewinnspiel zu Majora's Mask machen will. Und ich habe Nein gesagt. Ein paar Wochen später... Habe ich ja gesagt.
Deswegen könnt ihr jetzt ein voll cooles Majora's Mask-Paket mit irgendeiner Horror-Kid-Figur und ein paar mysteriösen Überraschungen gewinnen. Zusätzlich, weil ich ja ein netter Mensch bin, packe ich noch Twilight Princess für die Wii mit meiner Unterschrift dazu. Ist dann übrigens das erste und bisher einzige Autogramm von mir. Also bringt auf eBay sicher 2 Euro mehr ein. Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr mir einfach eine selbst erfundene Maske, die ihr euch wünschen würdet, in die Kommentare schreiben. Ich suche dann jemanden raus und der hat dann gewonnen. Meine Wunschmaske wäre übrigens eine Sora-Maske für einen Goronen. Ah, das sieht super aus. Na gut, liebe Leute, falls jetzt noch irgendjemand zuschaut, ihr kennt das übliche Spiel. Links ist ein Video, rechts ist ein Video, da unten ist der Abonnieren-Button. Könnt ihr draufklicken. Oder auch nicht. Danke.